So, liebe Leute, herzlich willkommen zum letzten Rennwochenende hier in F1 2020 in der ersten Saison hier in My Team. Ja, wir sind in Abu Dhabi zu Gast nach dem Sieg, oder eigentlich ja, gut, aber Sieg in Brasilien, geht's heute hier in Abu Dhabi um noch wichtige Positionen in der Konstrukteurs- und der Fahrer-WM. Und dann schauen wir mal, wie das am Ende der Saison einfach aussieht. So, okay. Gucken wir auf die Fahrer-WM. 8 Punkte der Albon, das ist unser Ziel, den noch zu kassieren. Und da wäre ich eigentlich ziemlich zufrieden, was am Ende noch rauskommt. Schauen wir einfach mal. Wir müssten safe auf jeden Fall Sechster werden, das ist klar. Und dann hofft, dass Albon keine Punkte holt. Top 6 ist unser Ziel. Ja, so alle Ergebnisse, weil die zufriedenstellend waren. Halt. Genau, Belgien. Kanada. Belgien, Kanada, Brasilien. Okay, ich hatte gerade so ein 3 Podium gewesen. Ja, doch, da. Das ist Österreich, genau. Ja, Großbritannien 21. Da fehlen am Ende die Punkte. Da war mit der Boxenstrategie das ist ein bisschen kaputt gemacht. Da hatte ich ein bisschen mehr gehofft. Na gut, okay. Wie dem auch sei, gucken wir einfach mal rein. So, was haben wir denn für tolle Aktivitäten noch hier so stehen? Wir haben mal ein bisschen für die Fahrer noch ein bisschen drauf. Sponsorenwerbung, damit wir ein bisschen Kohle reinkriegen. Oder Aufzeichnung Fahrer. Fahrerdings. So, okay, let's go. So, Reifenauswahl. Wir gehen auf die weiche Mischung und dann gehen wir ins letzte Rennwochenende dieser Saison. Und dann wird die Zukunft klären, wie es aussieht. Ja, Abu Dhabi, da sollte ein durchaus trockenes Rennwochenende erwartet werden. Anders als in Brasilien, wo es ja ziemlich gemischt war. Aber wie gesagt, wir haben es Gott sei Dank hinbekommen. Ja, komplett trocken. Sehr geil. So, gucken wir mal. Wettervorhersage, Leistungsvergleich, wir sind klar immer noch das schlechteste Team. Aber das ist egal, wir entwickeln jetzt sowieso nicht weiter, nächste Saison sollen wir neuer Motor dann rein, deswegen sparen wir auch ein bisschen Geld. Dann gucken wir mal. 14 Runden nehmen wir uns im Rennen dann später an. So, wir machen auf jeden Fall das erste freie Training an diesem Freitagnachmittag für mich. Und für euch natürlich auch. Aber für mich ist Sonntag. Für mich ist Sonntagmittag oder Nachmittag, wie auch immer. Und für euch ist es der Freitag. Aber egal, los geht's. Auf jeden Fall. Wir sind in Abu Dhabi zu Gast und wollen hier noch ein starkes Rennen holen. Es geht immer noch um Platz 6 mit der Fahrerwehr. Das sind 8 Punkte, die wir mehr aufholen müssen auf Albon. So. Ja, hier wird es wieder ein bisschen trockener und ein bisschen besser und alles drum und dran. Und wir gehen mal rein ins trockene Wochenende hier. Ich habe das Setup, habe ich. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. So, diesmal soll es sich so krass. So viel Fahrerei geben wie letzte Woche. Ich glaube auch daran, dass die Strecke einiges länger ist.
Jetzt ist auch egal, jetzt kann der Motor auch alles kaputt gehen. Dann schauen wir mal. Das Rennen wird übrigens in der Nacht stattfinden, dann später. Also wir werden im Qualifying schon nachts fahren. Hier werden wir schon in die Nacht reingehen. Es ist zwar leicht bewölkt, aber sollte kein Problem sein. So, jetzt kann ich auch die Fahrhilfen wieder runterstellen. Ich fahre jetzt quasi unmittelbar das Brasilien- und das Abu Dhabi-Wochenende hintereinander. Und dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ach, ich bin so happy, dass das in Brasilien geklappt hat. Das war so Gold wert, dieser Sieg. Dieser. Aber hier müssen wir es jetzt ein bisschen liefern. Hier, wie gesagt, hier gibt es eigentlich immer noch die Perez Sainz Albon. Also die, jetzt hat sie, die Position hat sich nicht verändert. Hoffen wir mal, dass wir es hinkriegen. In Williams immer der erste Saison, die wäre ich fast Vizemeister geworden. Mal gucken, ob ich jetzt hier in meinem Auto, meinem Team, was vielleicht auch das letzte Rennen für mich persönlich wird. Weil dann ist es klar, dass das Team auch definitiv verkauft wird. Aber schauen wir einfach mal. So, und auf geht's in die erste Trainingsrunde heute in diesem letzten Rennen. Ne? Auch in Abu Dhabi gab es einige WM-Entscheidungen, unter anderem zum Beispiel 2010. Oh, das ist ein böser Abflug gewesen. Sit tight, the marshals are on their way. Ziemlich heftiger Abflug. Ja, 2010 hier der Renntitel von Sebastian Vettel. Als das mit Alonso und der Boxenausfall nicht zu passen, der hätte Petra festhing. Oder auch 2016, Nico Rosberg, der hier mit einer ähnlichen Mauertaktik auch in Brasilien. Mit einer ähnlichen Mauertaktik hier auch in 2016 seinen ersten und einzigen WM-Titel klar gemacht hat. Naja. So, heute wird sogar so ein bisschen weniger Fahrbetrieb sein. Das werden standardmäßig meine drei Runden werden, wie ich das auch gerne fahre. Da gucken wir mal, ob wir dieses Wochenende hinbekommen. So, Sechster sollte unser Ziel, muss unser Ziel sein. Alles andere bringt mir überhaupt nichts. Und im Idealfall haben wir dann Albon außerhalb der Punktzeit und so hinter uns. Das ist unser, muss und soll unser Ziel sein, dieses Rennwochenende. So, apropos, McLaren ist vor uns. So, Radio, ich könnte sogar noch Renault einkassieren. Aber das wird schwierig werden. So, der erste Runde geht auf jeden Fall erstmal durch. 42. Ah, da sind wir nicht gut durchgekommen. Dafür haben wir die Hahn halt ziemlich böse verkackt. Out of fuel. You need to pit within the next two laps.
Nein, die Runde wird nicht gut. Ich weiß sogar doch, wenn wir zum Glück noch mal eine neue Bestzeit werden, aber auch nicht. Jetzt 40-0. Sauberer jetzt durchgekommen. Für die Runde wird es auf jeden Fall noch mal reichen. So. This lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. So, also von den Teams her, die uns auch in der Liste fehlen, ist eigentlich noch Haas und Alpha Tauri offen. Alle anderen Teams haben wir mal durchgearbeitet. Mit 10 haben wir nur 4 Rennen hier viel gefahren. Kann aber alles passieren, dass wir das sage, das wird passieren. Mal gucken, was aber, wie gesagt, das wissen wir noch nicht. So, 39,4 ist die nächste Runde, schnellste Runde. So. At some point before qualifying, let's get our track acclimatization program complete. It'll help us identify any specific problem areas on the circuit. So, dann sind wir auch durch mit dem Training. Bottas ist jetzt so schnell, aber wie gesagt, es geht eigentlich nur auf Platz 6. Albon steht direkt hinter uns, damit hat sich das Thema sowieso erledigt. Ich meine, wenn wir gewinnen, sind wir durch. Das ist safe. Das ist klar, wenn wir das Ding gewinnen, sind wir safe durch. Wir stehen momentan noch in den Top 3. Und damit wäre ich ziemlich zufrieden. So. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Verstappen und Richards. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Mhm. Dann haben wir das auch durch. Das erste freie Training hier in Abu Dhabi. So, gut, dann hüpfen wir mal rüber direkt ins freie Training. 2, damit wir da weiterkommen. Ich will auch gerne das letzte Wochenende abarbeiten. Und vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück und können uns wieder ein gutes Rennergebnis bekommen. Wollen wir gerade kurz gucken. Das war gut auf.
Gut, da sind wir wieder. Back on track. Und dann gehen wir mal raus. Dann fahren wir jetzt mit Medium, nochmal mit Medium. Alfa Tauri weiß ich, das haben wir glaube ich für 2017 oder. Quatsch, Alfa Romeo, da also war mal 2016 glaube ich oder 2017 gefahren, 2017 glaube ich war es. Mit dem blau-weißen Sauber. Mit Pascal Wehrlein zusammen in einem Team. So, langsam wird's dunkel. Fehler, das Rennen mit dir in der Nacht stattfinden. Wir sollten es hier jetzt schon ein bisschen sehen. Mal gucken, wie das Wetter sein wird. Naja, mal schauen. Wie wir es machen. Ich hoffe natürlich, dass wir ein gutes. Nochmal ein gutes Rennwochenende zum Abschluss zu feiern. Wie gesagt, es muss das Ziel sein, in die Top 6 zu kommen heute. Also dieses Wochenende. Ansonsten brauchen wir gar nicht darüber zu reden, was es sein könnte. Man kann ja Albon machen, was er will. Weil dann ist es nämlich ist egal. Da wir momentan auf 3 starten, er steht auf 4. Wir hätten jetzt 12, er hätte dann 10, das würde auch reichen für ihn. So, gucken wir mal. Aber wie gesagt, das kann ja noch so 40 ändern. Gehen wir auf jeden Fall mal auf die Runde. Ja, wir sind weit rausgekommen und diesmal konnten wir es ein bisschen retten. Der schnellste war bei uns Bottas 39,4 am letzten Sektor. Nur so nebenbei. Momentan führender, klar. Aber auch das einzige Auto auf der Strecke. Wir dürfen eigentlich fast keinen Ausrutscher erlauben. Am besten muss Winkler natürlich auch viele Punkte holen, aber das wird schwierig werden. So, jetzt geht's in unserem letzten Sektor. Ja, muss funktionieren eigentlich. Das hat halt gekostet. ...39,2 vor uns, Alfa Simons Giovinazzi, also Alfa Romeo, nicht Alfa Tauri, sondern der Sauber vor uns. Das ist der Italiener im Cockpit. Bessere Zeit. 25 Minuten haben wir noch in diesem freien Training. We have 2 laps of fuel remaining. Gegen Giovinazzi, das sah lange aus, das hätten wir
keine Chance mehr. Es gab viele Rennen dabei, wo er echt gute Pace hatte. Wir haben so eine komische Saison gefahren. Wir haben echt viele Rennen dabei gehabt, wo wir es übelst auf die Fresse gekriegt haben. Aber auch wieder zwei Siege. So, Vettel 39,5. Das wird nochmal eine Bestzeit werden jetzt. Toll, 38,2 hat er gefahren, nicht 39,5. Wir sind jetzt bei 38,8 und dann sind wir eigentlich schon ziemlich durch, was das betrifft. Set fuel mix 1 if you want to save the engine for the race. So, momentan zweiter auf, aber ups, das Schild war's. This lap, please. Box this lap. Wir haben noch 3 Minuten, also auf 20 werde ich wieder runterfahren. In Brasilien haben wir sehr, sehr viel Fahrbetrieb gehabt. Fahr noch mal eine Runde danach. Jetzt ist gerade einfach nur ein bisschen einfahren auf dieser Strecke. Ich will zum Thema fahren nicht so viel, aber ich glaube, eine Runde fahren wir noch. Dann passt das von der Zeit her auch. Schon die Medium fahren dürfen und dürfen, das fahren wir sie auch. Jetzt ist das Benzin, Alter, wo ich auf dem Mager. Wir fahren mit hinter uns ist ein Mercedes. Jetzt ist Lewis Hamilton. Mercedes ist der Konstrukteursweltmeister. Ich würde ja gerne mal wissen, ob da wenn da die 1 draufsteht, ob die 1 und wenn der Hamilton Auto steht, wenn er nächste Saison fährt. Ich habe Hamilton war es ja mit dem Meister. So, der nächste, der jetzt wird uns helfen, folgt ist Bottas. Wir gehen jetzt, schlüpfen jetzt unsere Box und dann durch. So, dann sind wir durch. Training 2 ist damit auch Geschichte hier in Abu Dhabi. Und damit steht Albon vor uns diesmal, aber auf Soft. Vettel, Albon, wir.
Jetzt schiebt sich da noch ein Max Verstappen mit rein. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Vettel, Albon und Max Verstappen. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, damit sind wir durch mit dem zweiten freien Training. Platz 4, die Besten auf Medium vor Hamilton, vor beiden Mercedes, dann Perez, Norris, Leclerc, Sainz. So, statt jetzt geht es eigentlich rein in Richtung Albon, gegen Albon. So, Training 3, liebe Leute. Training 3, let's go. Viel haben wir nicht zu ändern, wir brauchen gar nichts eigentlich ändern. Wir knallen das Ding jetzt einfach so durch, wie es ist. Und dann schauen wir, was am Ende rauskommt. Wir müssen. Wir müssen das komplette Rennwochenende dominieren. So, Abu Dhabi. Sehr gut auf. Soft haben wir jetzt raus. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. Offiziell sind wir ja jetzt an einem Samstagmorgen. Dritte freie Training. Eine gute Stunde vor dem Qualifying. Für euch ist das Qualifying natürlich wie immer morgen. Nee. So, mal schauen, aber hätte mal ein gutes Ergebnis reinbekommen. Ich denke nicht, dass wir diesmal auf die 20 Minuten gehen. Mal gucken wir einfach mal. Theoretisch könnten wir es dabei eigentlich machen. Hier schön an den Yachten vorbei, in Yas Marina, so heißt der Kurs, ja. Mit diesem Hotel, ich habe mal nachgeguckt. Diese, so eine Nacht in dem Hotel kostet bis zu mal, glaube ich, 2.000 bis 2.500 Euro dabei. Bei dem Hotel, was hier übrigens gerade durch sind. Ich kenne sogar tatsächlich Leute, Bekannte vom Kumpel von mir, die auch schon mal da waren. Also von daher, ja, kostet ein bisschen was. So, auf geht's. Wieder ein bisschen mit dem Haus beschleunigen. So, heute wollen wir es liefern. Also Albon steht auf jeden Fall einmal hinter uns, einmal vor uns. Das heißt, der weiß auch, was Sache ist, dass er definitiv um uns herum bleiben muss. Wieder für uns geht es nur um Platz 6. Maximum Platz 6 in der Fahrer-WM.
Und da wäre ich schon ziemlich zufrieden mit. Dann müssen wir mal gucken, was wir nächste Saison machen können. So, jetzt geht's hier runter unter die Hotels durch. Vorbei am Yachthafen in die Hotelanlage rein. Und dann wissen wir, was Sache ist. 1:39 ist die momentane Zeit. Die momentane Messlatte. Komm immer wieder auf diesen Körper drauf. Aber ich versuche es halt immer noch mit Vollgas da durchzukommen. So, jetzt haben wir ein bisschen was mitgenommen hier. Durch die Haarnadel auf die lange Gerade. Vor uns direkt ein Auto. Also ist das ein Haas. Vettel setzt sich jetzt auf Medium hinter uns. Wir gehen erstmal auf Bestzeitkurs, zweiter Sektor. Immer wieder leichter Quersteher. Aber da bin ich auch ziemlich beschissen, ziemlich rabiat über die Kurve drüber bin, weil mein Ziel ist es halt, eine neue Bestzeit zu setzen. Und das wird auch eine neue Bestzeit werden, wenn die letzten zwei Kurven passen. Fuel is marginal. Box within two laps. Ja, 38,92 ist nochmal eine Bestzeit. So, weiter in der Haas davor. Es ist Romain Grosjean, der da auch zwischendurch mal unsere Rivale, den wir ja dann Gott sei Dank geschlagen haben, aber Ricciardo haben wir leider nicht kriegen können. Beim letzteren haben wir ihn dann nur bekommen, aber ich glaube, er hat es trotzdem nur gemacht. Ich weiß gar nicht, wie die Rivalität am Ende ausgegangen ist. Box fürs letzte Rennwochenende brauche ich mir jetzt keinen neuen Rivalen zu suchen. So, letzten 3 Minütchen im freien Training. Das letzte freie Training der Saison. Nächste Woche geht es in Abu Dhabi weiter. Ich weiß noch nicht wo. Schauen wir mal. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Ich hab kann leider nicht immer die Folgen so extrem lang gestalten. Deswegen. Habe ich jetzt ein bisschen. Muss ich jetzt wieder ein bisschen aufpassen, was die Länge der Trainings betrifft. Ich fahre schon auf dem Mager und trotzdem frisst du mir den Spritbett.
Ungültige Rundenzeit, schon bin ich schon klar. Ja, hier hat es ja mein Dame von Lenkrad weggehauen. Im Ligarennen. George Russell! Ein Williams, der auf einmal vor uns steht. Das Auto, das ich heute Abend wieder fahren werde. Also für mich persönlich heute Abend wieder fahren werde. Der hat einen Prina. Das ist der Grand Prix, der euch ja vorletzte Woche durchgegangen ist. Ich nehme jetzt schon wieder ein bisschen was im Voraus, auf welche Saison der nicht durchhaben würde. So, hinter uns ist es, wer sieht dort? Sainz ist es. Ich fahre jetzt auch in die Box rein. Ich weiß gar nicht, ob das passieren würde, dass wenn wir jetzt noch eine Runde fahren würden, dann nächste dürfte ja Norris sein. Was passieren würde, wenn man zum Beispiel jetzt auf die ganze Zeit auf niedrigen Treibstoff fahren würde, wenn man aus Benzin mal komplett stehen bleibt. Gut, dann haben wir's. So. Ja, dann machen wir das freie Training durch. Und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt. Mein Ziel habe ich diese Saison, war meine Pole und war mein gutes, schnelles Training. So, die Mercedes von vorne weg, das ist mir auch herzlich egal. Die sollen ruhig, ich muss da jetzt nicht auf die Gebrechen vorbei. Klar, nur wenn ich weiß, wie weit der Albon da vorne weg ist. Gerade wenn der natürlich irgendwo auf Platz 5 oder so fährt, dann weiß ich, okay, da muss ich vorbei. Und es ist tatsächlich der vermaledeite letzte Sektor, der uns hier die Bestzeit kostet. Erster, zweiter Sektor top, aber danach im letzten Sektor. Lass mal über eine Sekunde liegen. Na gut, gut, dann haben wir das. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatzierten. Hamilton, Bottas und Richards. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. So kann das gerne ausgehen, weil dann wären wir safe dabei. Nur Albon würde mal uns zurückschlagen wollen. Gut, fahren wir mal dann durch mit dem freien Training heute an diesem Freitagnachmittag. Das heißt, wir gehen dann rein ins Qualifying. Das schauen wir uns aber dann, oder seht ihr euch dann natürlich, oder dürft ihr euch morgen ansehen, dann um 14 Uhr, wie immer. So. Gut, dann haben wir das. Ja, das Qualifying, das ist dann die Nachtsession. Und dann beim Tagsüber werden wir gar nicht mehr fahren diese Saison, das ist klar. Und dann sehen wir uns morgen wieder um 14 Uhr dann zum Qualifying. Bis dann. Tschüss.